heute mal wieder ein Movie von mir. Ja, Otto ist ja immer lustig drauf. Hallo Leute! Wirklich kleine Sauna, ne? Also, heute mal wieder. Da ist er, da, da. Lüm, 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 Solli, Solli. Ja? Yeah. Oh, hallo, keine Sauna. My shop wants a chant by sauna, prova, mark, mark, horn, yalla, mani. Also, um mal kurz zu erklären, es ist so, die Oma braucht nichts machen. Also, der junge Mann kam heute früh wieder und sagt, hast du noch was zu tragen heute? Der hat meinen Kleiderschrank in den Koffer gepackt, hat den Schrank raus, hat den Schrank hergefahren, hat den Koffer hergefahren und alles schick. Die Oma sollte sich eigentlich um Otto kümmern und ums Mittagessen. Also um die Schwimmweste. Ja, jetzt haben wir die Schwimmweste vergessen. Jetzt möchte ich sie gern morgen, aber morgen will ich nicht. Das sind wieder zu viele. Ja. Ich mag lieber am Sonntag, wenn es leer ist. Also werden wir mal gucken, was wir machen. Vielleicht kommt da ja ein junger Mann ja vorbei und wir fahren noch eine Fuhre heute. Das wäre möglich. Also, wie gesagt, wir gucken mal rein. Und zing! Der Koffer ist da und ein Kleiderschrank ist schon da. Ein Tischlein und ein Stühlchen haben wir auch. Und dann werden wir sehen, wie wir es machen. Ich werde euch noch auf dem Laufen halten. Aber das wäre an sich das Beste. Allerdings muss ich jetzt also warten, bis der irgendwann wiederkommt. Ansonsten, tja, es gibt nicht viel zu berichten. Nochmal, ich erkläre das jetzt öfters, weil ich weiß, dass nicht immer alle gucken, sondern ab und zu nur mal gucken. Im Prinzip ist so, unsere Hauptwohnung wird in Pattaya sein. Dieser Raum ist nur eine Nebenwohnung im Falle derjenige, dem die gehört oder ich die mal brauche. Derjenige ist höchstens 20 Tage im Jahr hier und ich denke mal genauso wenig. Das heißt, wahrscheinlich, ich werde euch das natürlich noch später zeigen mit der Einrichtung, aber ich habe mir gedacht, hier kommt der Computer hin, hier kommt die Schränke hin mit den Sachen, also das einmal für mich, einmal für denjenigen. So, und dann haben wir ja hier noch eine zweite Matratze. Und jetzt bitte zugehört und auch weiter gesagt, ich werde natürlich nicht mit der Mutter in einem Zimmer, in einem Bett schlafen. Das heißt, hier, falls die Mutter mal mitschlafen sollte, hier kommt hier eine Matratze hin. Die haben wir ja noch, da schlafe ich ja gerade drauf. Hier die Matratze und ich schlafe mit Otto im Bett oder mit meiner Frau oder wenn, kann er sein, Otto schläft mit der Mutter im Bett und ich schlafe hier, das sei dahingestellt. Aber die Leute, die mir das immer andichten wollen, ganz ehrlich, ihr seid krank im Kopf. Das steht schon mal fest. Das ist meine Schwiegermutter und das bleibt meine Schwiegermutter. Und basta. Na? Und die, ja, da ist der Pech gehabt. Ich würde sagen, wir gehen in die Werbung. Wieder und zwar, was er nicht im Kopf hat, hat er in der Beine. Naja, also, und zwar hatten wir die Schwimmweste. Wir waren ja vor zwei Tagen im Pool, also gestern,
Und da haben wir die Schwimmweste hier aufgehangen im Bad. Ja, ich habe natürlich durch den Umzug, denke ich nur über den Umzug und die Mutti soll sich um Otto kümmern. Ja, ist egal jetzt. Auf jeden Fall ist es so, da hängt sie selber hingehangen. Naja, wie gesagt, was man nicht im Kopf hat, hat man in die Beine. Und sing! Noch ein Scheide, Kleiderschrank da. Super. So, wir sind jetzt beim Mittagessen. Ja, die zwei Süßen. Reis mit Fleisch. Für Leikin. Dommdel. Dommdel-Zug gab's bei Otto. So. Bei mir gibt's, der Massermann. Ja, schwer ist zu sehen. Also. Massermann. Der Löffel reingefallen. Also. Mit Kartoffeln und Hühnchen. Das essen wir jetzt. Und dann werden wir in die Sauna gehen. Wie gesagt, es reicht für heute. Oh, Löffel. Morgen müssen wir uns um den Strom kümmern und ums Internet. Da muss ich mal sehen, wie wir das machen, weil ja, die Mutti hat da keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Da müssen wir meine Frau mal anrufen, dass die das schnell macht. So, ansonsten ein bisschen scharf. Ja, Otto ist ein kleines Kind und macht immer viele Dummheiten. Und die Oma versucht natürlich immer, dass er das nicht macht, aber ich bin ja dafür, dass er das macht. Also, wir werden noch mal sehen, wie man das hier alles weiter. Ich werde nachher noch mal in der Sauna ein paar Sequenzen machen. Ansonsten würde ich sagen, Witz des Tages. Machen wir Witz des Tages? Ja. In der Sauna? Ja. Okay. Also, bis gleich. Da kommt der Papa zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe das Gefühl, mich nimmt keiner ernst. Der Doktor? Sie scherzen. Yeah. Wo sind die? So, hier sind wir wieder. In der Sauna. Die Oma, Otto, so, da hinten sind drei russische Kinder und hier Thais, ja. Und ich hier. Ja, dann geht doch hin, zu der, kannst du geht doch hin. Ja, warte mal. So, haben wir Otto hier Eis geholt, die Oma kommt auch her. Nein, du, Meppelei. Vom Jagdteil. Ne? Also, wenn Otto stehen will, will er stehen. Ansonsten, nur einmal. Bomlu, Bomlu, nee, mein Mietamgan, nee. Ich hab sie gefragt, ob sie ein bisschen rum ist. Es ist ein bisschen, ich sage ja, das ist ja nicht gearbeitet. Also, wir werden jetzt hier noch uns ein bisschen erholen und die ist ja Eis. Na, mit einer Schwimmweste, wir waren schon zwei oder dreimal drinnen. Aber wir bleiben heute nicht so lange, weil wir, also, bei mir ist so, ich bin schon wieder hibbelig, ich könnte eigentlich erst den Umzug machen, aber das geht ja alles nicht.
ich schätze mal, Internet werden wir Ende nächster Woche kriegen. Und dann müssen wir gucken. Wie schmeckt dir das Eis? Lecker. Ja, jetzt ist es aber hier runtergefallen. So, ich würde sagen, wenn ihr Interesse an uns habt, bitte Abo nicht vergessen. Wenn ihr wissen wollt, wann wir online kommen, bitte die Glocke drücken und betätigen. Ansonsten bleibt mir alle gesund. Bleibt mir alle treu. Und werdet alle glücklich. Bis dahin, bye bye, euer Tattoo-Man. Und du sagst auch bye. Sagst auch bye bye. Bye bye.